glaube, die Cthulhu-Götter sind uns nicht. Auf jeden Fall ist es ein thematischer Painting-Abend, weil was painten wir? Wir painten für Grimlord Games Everrain. Draußen geht gerade so richtig die Welt unter und wir sind mitten in Everrain. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja. Ja. Echt spannend. Grimlord Games, das heißt, das Spiel geht von 1 bis 4 Personen kooperativ. Wir haben schon Unboxing gemacht, das könnt ihr euch anschauen, das werden wir verlinken. Aber zu einem kleinen Gusto-Stückerl für uns. Wir haben sie die Schiffe herausgepickt. Ja? Und wir werden die Schiffe ein bisschen bemalen. Im Umkehrschluss, ich will nur still neben dem Max sitzen, ein bisschen painten und den Pinsel schwingen. Vielleicht nur kleine Meldungen schieben, aber sonst überlasse ich die Bühne. Captain. Und sonst quasi. Captain Cook. Captain Cook, Klabautermann. Klabautermann. Also, die Involvierten kennen sie aus. Ja. Gut. Und er hat 80 Goldmünzen, nicht zu vergessen. Gut. Mhm, die kleine Ohren haben wir. Was habe ich vorab gemacht? Also, der Roman hat uns das Ganze grundiert. Und zwar schwarz mit der Spraydose und von oben Senetl dann mit weiß. Was habe ich jetzt gemacht, nachdem zweimal die Technik ausgefallen ist? Ich habe einfach mit der Airbrush ein relativ dunkles Braun für die Grundierung genommen, dieses Oak Brown von Army Painter, und bin einfach über das Schiff drüber gegangen, okay? Also das machen wir jetzt und dann sehen wir uns eigentlich gleich im nächsten Schritt. Pussi. Gut, dann waren wir somit beim nächsten Schritt angekommen. Und zwar, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Airbrush geloadet mit einer relativ hellen Farbe für das Schiff. Und zwar geht es darum, wir wollen das Ganze ein bisschen herausheben schon mit einer hellen Farbe, damit später die Shades umso besser wirken. Sprich, ich habe jetzt meine Airbrush mit unserem Medium wieder geloadet und ein bisschen Farbe, die ich gerade hergezeigt habe. Und gehe jetzt einfach über die erhabenen Stellen des Schiffs drüber. Das Ganze schaut so aus. Das Schiff ist jetzt schon braun grundiert, unter Anführungszeichen. Ich probiere wieder meine Airbrush aus und wir jetzt das Schiff stacken, unter Anführungszeichen, weil wir ja da eher einen, wie soll ich sagen, einen abgenutzten Effekt haben, wo ihr kennt, alle Flug der Karibik und so weiter, und heben uns da die Highlights dazu heraus. Man sieht das ganz leicht. Okay. Ein paar Punkte nur vom Schiff mit dieser hellen Farbe, die eher im Licht sind. Und setzen somit die ersten Highlights, wie mit einem Senetl unter Anführungszeichen. Ganz düssement. Und dann sehen wir uns eigentlich schon im nächsten Schritt. So, und jetzt nur kurz zum Vergleich. Ihr seht, so schaut es braun normal grundiert aus. Und so, nachdem ich die erste Grundfarbe, dieses Skeleton Bone, aufgetragen habe, also relativ Light vor oben, man sieht auch nur das Braune in die Schattierungen des Schiffs. Das mache ich jetzt nur beim zweiten Schiff und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Schritt. So, da, was machen wir als nächstes? Wie gesagt, wir haben jetzt mit einer dunklen Grundfarbe das Schiff gemacht und jetzt dann vor oben Senetl mit einer relativ hellen Holzfarbe unter Anführungszeichen. Sehr hell, also überdurchschnittlich hell, weil ich ja im Hintergedanken habe, dass ich das Ganze dann mit Shades ein bisschen dunkler gestalte. Und zwar nehme ich jetzt diese Citadel Contrast Paints. Für das eine Schiff habe ich mich entschieden, eher im grünen, bräunlichen Bereich zu bleiben und das andere eher türkis zu halten. Ich habe jetzt hier meine Palette, habe schon einen Tropfen dieser Farbe hineingetan und werde das Ganze jetzt relativ stark mit meinem Medium verdünnen. Das schaut dann so aus. Ich nehme mir dann einen Shading-Pinsel, mix das Ganze und schaue mir dann die Konsistenz an. Das Ganze soll so sein, dass es am Fingernagel transparent ist. Ja. Sehr gut, das ist die richtige Konsistenz. Nehmen wir das jetzt für das erste Schiff und pinsle das wild über das Holz, um so einen abgetragenen Effekt zu erzielen. Ihr seht gleich, wie das Ganze ausschaut.
oder so ein bisschen Fluch der Karibik-Style. Ihr wisst, das Holz im Wasser, ein bisschen modrig, ledrig, ja, so soll das Ganze dann ausschauen. Ich mache das jetzt nur beim Holz, lasse das Ganze trocknen und wir sehen uns dann schon im nächsten Schritt. So, und wie schaut es jetzt aus? Geschädet unter Anführungszeichen. So, einmal dieses türkise Shading und einmal dieses braun-grüne Shading. Man sieht es da ein bisschen. Was ist jetzt der nächste Schritt? Also, weil das Ganze im Shade noch nicht trocken ist, werden wir uns jetzt konzentrieren auf die Segel des Schiffes. Und da werden wir einfach willkürliche Farben nehmen, die wir uns überlegen, die wir jetzt zusammenmixen. Und dann sehen wir uns im nächsten Schritt. So, wir nehmen für dieses bräunlichere Schiff, nehmen wir wieder ein Contrast Paint für die Segel, gleich in der Airbrush. Und zwar dieses Citadel Black Vera Flash. Auch wieder ein relativ mehr gelb-bräunliches Grün, um das Ganze ein bisschen verrottet darzustellen. Wir nehmen das 1:1 aus dem Pot und sprayen das einmal von unten auf die Segel und schauen uns das an, wie das ausschaut. Okay. Das seht ihr, es ist ein bisschen ein gelblicher Ton dabei. Wir bauen das ganz langsam auf am Mini und schauen wirklich, dass wir das auch in alle Schattierungen sprayen vom Segel. Ich mache das jetzt einmal bei dem und dann sehen wir uns im nächsten Schritt. So, das Ganze ist jetzt eingeblockt am Mini, das Ganze schaut so aus. So ein richtiger abgetragener Look. Jetzt haben wir bei diesem Schiff einmal die Grundfarbe für die Segel. Jetzt kommen wir bei diesem Schiff und die Grundfarbe für das Segel und da werden wir uns im rötlichen Bereich orientieren, weil das Ganze dann in Verbindung mit diesem Türkis wieder so ein Lila ergibt und das ist sehr harmonisierend in diesem Fall. Wir nehmen das wieder 1:1, eine Contrast Paint und zwar diese Flash Tears Red Contrast Paint, haben die direkt in die Airbrush gelodet. Einfach unverdünnt, damit es hochpigmentiert ist und werden jetzt einfach wieder hier die Segel komplett ansprühen. Genauso wie im vorigen Step. Schön alles in die Schattierungen bringen, schön deckend machen und dann sehen wir uns eigentlich im nächsten Schritt. Gut, das Ganze schaut jetzt so aus. Relativ ghosty Look im Vergleich zum anderen Schiff. Relativ rasch mit der Airbrush geblockt. Und jetzt die Clue dahinter ist das. Wir verwenden jetzt für dieses Segel etwas dunklere Shade und da können wir gleich auf die Shade, die wir vorher angemischt haben, für das türkise Schiff zurückgreifen. Nehmen wir das wirklich 1:1 und geben uns das jetzt auf die Segel und machen damit einen Shade. Und ihr seht, wie kontrastig das ist. Funktioniert relativ gut. Und wir kombinieren im Endeffekt jetzt beide Farben des Schiffes miteinander. Genauso wie man das machen würde mit einem Glaze. Die Farben untereinander verbinden. Probieren wir jetzt das da genauso. Und verbinden dieses Rot mit diesem Schiffshintergrund und schauen, dass das Ganze sich ein bisschen vom anderen abhebt. Und wir sehen jetzt gleich, wie gut das ausschaut. Schaut wir uns das ganze Segeln an. Das Ganze machen wir dann beim anderen Schiff genauso und dann sehen wir uns eigentlich schon wieder im nächsten Schritt. So, das Ganze schaut dann so aus. Wenn es feucht ist. Das ist das hellere Schiff und da das dunklere Schiff. Okay. Und was ihr dann noch mit, machen könnt, um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuheben, ihr nehmt euch vielleicht ein bisschen dunklere, in dem Fall dieses Contrast wieder, und macht es nicht so stark verdünnt, wie es vorher war, zum Beispiel
Ihr nehmt sich einen Pinsel, gibt es in die Paletten hinein, okay, und gibt es dann nur ein paar Tropfen dieses Mediums zum Verdünnen hinzu. Und wir machen ein bisschen eine stärkere Konsistenz vor dem Ganzen. Das Ganze schaut dann am Fingernagel so aus. Ist nicht mehr so transparent. Und macht dann ein Stippling. Stippling heißt nichts anderes. Er macht willkürlich mit dem Pinsel Punkte am Mini. In dem Fall auf unseren Seelring. Um das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, abgetragener darzustellen. Okay, also da. Und mache willkürlich einfach Punkte. Das heißt, ich mache das Ganze auch so lang, dass Mini noch feucht ist, damit sie die Farben untereinander verbinden. Ihr seht, das verringt im Endeffekt von selber. Und ihr habt es nicht immer dieses starre Shading, wo das Ganze nur in die Vertiefungen rinnt, sondern habt ihr da ein paar Punkte, die vielleicht vom Segel ein bisschen dreckiger sind oder wie auch immer, und gibt es das Ganze durch. Natürlich kommt es jetzt hier beim helleren Schiff relativ gut zur Geltung. Wieder ganz wichtig, jedes Mal beim Shaden schauen, dass es kein Pooling gibt. Das heißt, dass hier die Flüssigkeit, also die sehr flüssige Farbe, nicht irgendwo in Vertiefungen sammelt und dort trocknet. Es ist relativ schwierig, das Ganze dann wieder zu bekommen. Wir machen das jetzt, lassen die Minis trocknen und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Schritt. Na gut, Servus und Mahlzeit. Mahlzeit. Nächster Schritt wird sein, während das Ganze trocknet, werden wir uns dem Wasser zuwenden und das einmal grundieren. In diesem Fall mit einer helleren Blau, wieder Army Painter Crystal Blue. Und wenn es in die Airbrush tun, ein bisschen verdünner dazu tun. Und ich zeige euch das kurz und dann sehen wir uns eigentlich für den nächsten Schritt. So, da habe das Ganze in die Airbrush hineingetan. Nehmen wir da mein erstes Vehikel und sprühe einfach willkürlich jetzt auf dieses Wasser. Färbe ich mir das relativ hellblau ein. Machen wir bei alle zwei Minis und dann sehen wir uns im nächsten Schritt. So, und natürlich ein ganz wichtiger Schritt beim Minis trocknen und Tipp von uns, ihr könnt es an 5 nutzen. Nur aufpassen, Minis mit spezieller Plastikeigenschaft, denen tut es nicht so gut, wenn es hart werden. Jedes Mini. Ja, irgendwann, aber die schmelzen ziemlich schnell. Also aufpassen. Gut, wir haben das Blau jetzt eingeblockt. Schaut so aus. Und jetzt, genauso wie beim Schiffskorpus, werden wir das shaden. Auch wieder mit Contrast. Wir werden wieder auf die Farbe dieses Türkis zurückgreifen. Haben das dieses Mal angemixt. Nicht ganz transparent. Das Ganze schaut dann so aus am Fingernagel. Okay, diese Konsistenz, und werden jetzt einfach dieses Wasser komplett mit diesem Mix einpinseln. Ihr werdet sehen, das Ganze wird stark in die Vertiefungen laufen und wird mir, also wir wissen ja, das Wasser ist nicht so himmelblau, wie es in Form gibt, sondern eher mit einem grünlichen Stich. Wir werden das einpinseln. Einfach wild drauf los. Bleibt in die Vertiefungen. Wirklich da auch aufpassen, dass die Farbe drunter trocken ist. Wirklich aufpassen auch auf das Pooling. Wir wollen nur eine Tönung dieses Blaus herbeiführen und das ein bisschen in die Vertiefungen lassen. Und machen das jetzt bei beiden Minis. Und schaut dann so aus. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Und sehen uns dann im nächsten Schritt. So, nächster Schritt, nachdem das Wasser also geschädet ist, mit einer relativ dunklen Farbe, mit diesem Türkis, werden wir das Ganze trocknen lassen und währenddessen die Zeit nützen. Ihr wisst, das Schiff besteht nicht nur aus Segel, Wasser und Holz, sondern hat auch metallische Teile. In diesem Fall werden wir die ganzen Kanonen und diese
wie sagt man nicht, Bug, was ist der vordere Teil des Schiffes? Ich weiß nicht. Frontschiffsteil. Dieser Mund da, dieser komische, den werden wir metallisch gestalten. Das Ganze schaut so aus. Wir werden auf dem einen Schiff die Kanonen und alle anderen Teile bis auf den Teil vorne mit Shining Silver anmalen und den Teil vorne dann mit Bronze und beim anderen Schiff dann umgekehrt, um ein bisschen eine Varianz zu machen, unter Anführungszeichen. Ich habe jetzt dieses Army Painter Shining Silver, gib mir auf unsere Palette einen Tropfen, nimm das relativ pur, also ich verdünne das nicht, da geht es um die Pigmentierung. Metallic Form muss man nicht wirklich verdünnen. Nimm mir jetzt das eine Schiff, wo ich mir denke, ich will, ich nehme das helle Schiff und mache bei diesem hellen Schiff die ganzen Bombensocken mit Silber. Das heißt, ich habe Silber auf meinem Pin drauf. Da habe ich diese Kanone. Da habe ich diese Kanone. Da habe ich eine Kanone. Ich pinsel das Ganze an. Mache dann beim anderen Schiff, wie gesagt, vorn die Figur mit diesem Silber. Und dann sehen wir uns wieder. So. Wir hätten jetzt diese Metallic-Sachen erledigt am Schiff. Das sind ja eigentlich nur ganz ein paar. Ich habe mich da nicht wirklich auf Genauigkeit konzentriert, sondern einfach ein bisschen wieder nur gestippelt. Ist ein sehr guter Effekt. Schaut ganz gut aus. Zweites Mini. Einfach umgekehrt. So, was wird das nächste sein? Wir werden jetzt dieses Wasser ein bisschen abgrenzen. Das heißt, wir müssen schauen, dass das Wasser an sich in den Vertiefungen nur dunkler wird. Weil wir wissen ja, tiefes Gewässer ist relativ dunkel. Und nach oben hin, wo es dann dünner wird, unter Anführungszeichen, wo es dann zum Schiff näher kommt, wird es ein bisschen heller und reflektiert vielleicht auch. Jetzt werden wir da gegen Base-Ende, vielleicht noch in den nassen Mix, mit Contrast und Schwarz anmischen. Der ist aber dann sehr transparent, muss ich sagen. Das heißt, ich tue mir vielleicht nur zwei Tropfen hinein, mehr Medium als sonst. Schauen wir das Ganze dann an. Man muss auch sagen, Schwarz ist relativ stark, was Contrast Paints betrifft. Schaut dann so aus. Und gehe dann da beim Mini, wie gesagt, um den Base-Rand herum mit dieser Schwarz ein bisschen hinein, dass die Farbe das Werk tun und stipple, tupfe das nur ganz wenig und ihr seht, es ist gleich ein enormer Unterschied, überhaupt wenn es trocken ist, es ist dann sehr dunkel hier und habe somit eine gute Abgrenzung des Minis zum Base. Man muss auch im Hinterkopf behalten, es kommt dann später, was das Wasser betrifft, nur ein zusätzlicher Effekt hinzu. Und zwar dieser schaumige Effekt. Und den werden wir nachher mit Drybrushing erledigen, wenn das Ganze trocken ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Der wird dann sein, ein paar Effekte nur für das Bötchen zu machen, ein paar spezielle Farben zu benutzen, wie so eine Patina-Farbe, beziehungsweise was so eine Oxidation macht oder simuliert. Und wir werden vielleicht bei den Segeln nur schauen, dass wir das Ganze unter Anführungszeichen ein bisschen dreieckiger gestalten. Gut, dann bis gleich. So, das Ganze ist halbwegs trocken. Schaut so aus. Schaut schon relativ gut aus. Das nächste, was wir machen werden, ist, wie vorher besprochen, diesen Schaum am Wasser. Und zwar nehmen wir für das einfach nur einen normalen Drybrush. Nehmen uns eine weiße Farbe. Wichtig ist das komplett weiß. Haben wir ein angebrochenes Weiß auch irgendwas noch, gell? Das Skeleton. Wir werden uns jetzt mit diesem, was war das jetzt, die Musik, okay.
Wir werden uns jetzt mit dem Skeleton Bone 1:1 das Ganze mit Weiß mischen, damit wir kein reines Weiß haben. Wir werden uns das auf unserer Palette mixen. Wir werden es vielleicht noch ein bisschen mehr weiß gestalten. Vielleicht 1:3 mischen, dass die mehr Teile vom reinen Mais. Schauen, dass das so Eierform schauen. Also Eierschalenfarben. Schalenfarben, ja. So, jetzt waren wir jetzt im Zoom. Waren wir sehr zufrieden. So. Ich hoffe, man kann es wirklich sehen. Es ist ein angebrochenes Weiß. Wir werden uns jetzt unseren Drybrush nehmen. Ganz normaler Drybrush, wir laden mal das Ganze am Pinsel, bürste das dann aus auf ein Taschentuch oder was ihr halt gerade habt, Jurifetzen, bis die Farbe fast ganz heraus nicht aus dem Pinsel. Dann nehmt euer Mini, das auf die erhabenen Stellen, sprich oben gegen das Schiff hinzu und macht so Flickerbewegungen mit dem Pinsel und schaut, dass das Weiße einfach leicht aufbaut. Natürlich schaut dann auch beim Mini drauf, wo sind diese Schaumstellen, und da geht es natürlich explizit mehr drüber als überall anders. Natürlich ganz wichtig, nur hin zum Schiff, nicht unten da, wo wir mit Schwarz geschädert haben, sondern nur nach oben hin zum Schiff. Macht's. Das Ganze schaut dann so aus. Ihr seht's gleich, das simuliert nur den Schaum. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Schritt. Gut, nach getaner Arbeit schaut das Ganze so aus. Das schaut schon relativ gut wie Wasser aus. So, das wäre eigentlich, kommen wir zum letzten Part, und zwar, man sieht es nicht genau hier, aber dieses Schiff balanciert auf einem Kraken, denke ich mal. Wie werden wir den machen? Also ganz einfach, wir haben uns jetzt einfach vom Roman eine Contrast Paint geschnappt und werden den einfach pur mit einer Contrast Paint bemalen und schauen, wie sie das Ganze abhebt. Und zwar habe ich genommen dieses Speed Paint Purple Alchemy, das pur auf die Palette aufgetragen. Nimm das jetzt, schau natürlich, wo der Kraken ist, weil das relativ schwer zu finden ist. Wunder. Ja, wenn du Peperin aufsetzen darfst, wie ist das? Was? Das ist überhaupt. Aha. Okay, ich probiere es. So, wir werden es herausfinden und wir sehen uns dann einfach im nächsten Schritt. So, dann. Das Ganze schaut einmal so aus. Wir werden nur ein kurzes Highlight machen für das, nachdem wir die schwarzen Punkte gemacht haben, und zwar das Ganze als Drybrush mit einer mit Weiß verdünnten Pink oder Purple in dem Fall, einfach auf die Paletten und bitte mit Weiß mixen. Ganz leicht am Mini bei den Tentakeln über die erhabenen Stirn drüber streichen. Und dann ganz leicht. Ein Riesen. Wirklich mehr als Dissement. Zwei Minuten.
ganz leicht. So. Jetzt kommen nur ein paar Effekte, wie zum Beispiel dieses Typhus Corrosion. Corrosion. Und zwar da nur ganz wenig hier und da, die Tupfere hier und da am Deck. Oder auf den Segeln. Diese Sachen. Ja, da ist noch braun. Also. Ja. So, da. Und beim Unmini werden wir jetzt nur diesen Patina-Effekt machen mit dieser Oxidfarbe. Wir nehmen das direkt aus dem Pott. Und wir gehen zum Beispiel da vorne bei dieser Wandfigur ein bisschen drüber, wir verdünnen uns das ganz wenig mit Wasser. Oder bei ein paar Kanonen und hier und da am Segel, beziehungsweise am Masten, da wo Eisenstühlen sind. So. Und das beim zweiten Mini auch noch ein bisschen. Und dann kommen wir schon, man kann es glauben, zum Schluss. Zum Schluss. So. Überschüssige kann man natürlich wegwischen oder mit dem Finger einfach drüber fahren. Ja, am besten. Du hast schon immer nichts, nur weiter, was du auch meinst. Und jetzt kommen wir zum letzten Part. Und zwar, um das Ganze nur ein bisschen finsterer zu gestalten, nehmen wir eine laden uns diese mit etwas Medium. Natürlich ein bisschen mehr, wenn man glaubt, ein bisschen mehr. In die Airbrush. So, ungefähr so viel Medium. Dann das Schwarz dazu. Mixen uns das Ganze. Probieren es ein bisschen aus. Sehr gut. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden von der Seite des Base mit dieser Schwarz hineinsprühen und schauen, dass ungefähr so ein bisschen ein schwarzer Ring um das Mini entsteht. Wir werden ein bisschen die Schattierungen da vom Nano hervorrufen. Eigentlich müssen wir das machen. Direkt ein bisschen einen Winkel hineinsprühen. Natürlich werden diese Wellen da auch ein bisschen dunkel getönt, aber das wollen wir ja haben.
Dank. Also letztendlich eigentlich am Schluss nur einen ziemlich coolen Tipp reingeben mit Schwarz. Und nur ziemlich viel Kontrast eigentlich rausholen mit dem Schatten. Genau. Wir könnten dann natürlich auch von oben nur eine Art Senator machen mit Weiß, nur auf ganz bestimmte Stellen. Das nur ein bisschen abzuheben. Das ist natürlich variabel. Kann sich nicht aussuchen, wo das machen möchte oder nicht. Aber es bringt sehr viel. Da wirklich aufpassen, dass ich nicht auf das Weiß komme. Und dann kann ich mir natürlich ein paar Punkte vom Brotchen suchen, wo ich von unten ein bisschen, ich weiß nicht, ob das 60, von unten ein bisschen mit Schwarz hineinblocke, um wirklich da einen starken Kontrast hervorzurufen. Unser Ava Rain hat man auch. Ja. Das stimmt. Aber es blitzt nicht mehr. Gut. Das Ganze schaut dann so aus. Man merkt halt schon gleich mit Schwarz, dass da definitiv ganz, ganz, ganz viel Kontrast zum Aussehen ist. Im Unterschied werden wir es dann vielleicht noch sehen. Ich habe mit den Speedpaints nebenbei ein Pferd gemalt, ohne Airbrush. Die Farben sind natürlich etwas pastelliger, macht aber nicht viel um. Die Technik per se ist grundsätzlich relativ gleich. Let's see. Wir sind da nicht mit viel Konzept eingegangen. Wir werden das aber mit Weiß wirklich nur probieren, vielleicht auch, dass es seht. Willst du das auch machen gleich? Ja. Geht das aus? Okay. Genauso. Ja, unten bei den Segeln machst du nur noch schwarz rein. So. Unten. Ja, aber nur unten beim Tipp. Wo? Da bei den Segeln. Da jetzt. Da. Da, nein, schau her. Da. Ja, da. Ja. Und die Rim. Ja, dazu ein bisschen. Looks gut. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, aber die für mich nicht so schlimm. Ich hab nicht reden müssen, ich hab einfach nur gemeint. Ja, es ist grundsätzlich eine schöne Mini. Einfach was anderes. Einmal was Sicht anderes, ja. Und sie sind schön gescalpelt. Mir gefallen es echt gut. Ich glaube auch, dass das Spiel unglaublich stimmig ist, wenn das schön bemalte oder farbige Miniaturen einfach immer sind. Die Minis bringen auch, finde ich, das Flair um, ne? Cool. Ja, let's see. So von meiner her war es jetzt bei mir jetzt nicht so hochprekär am Prickeln. Sämtliche Grundformen eigentlich nur auftragen mit den Speedpaints von Armypainter, von dem, was ich noch immer maßlos begeistert bin. Wenn man weiß, wie sie letztendlich reagieren, wann man sie quasi wegblenden kann oder quasi einherblenden kann, dann können die schon ordentlich was hermachen. Ne? Ah, das Rot ist ein knackiges Rot, das Blau ist ein knackiges Blau. Ja. Ich habe relativ bis jetzt nur einmal die Situation gehabt, wo die Farben wieder runtergegangen sind. Aber sonst vom Adjust her bin ich ganz zufrieden. Ich muss sagen, nur um zu vergleichen, jetzt der Zeitaufwand war jetzt eigentlich der gleiche im Vergleich zu Airbrush und Pinsel. Man hätte das Ganze natürlich schneller gestalten können. Wollen wir aber nicht. Heute war reine Genussmalerei eigentlich. Ne? Mit der Pistole. Senf von Mike und Tutorial von Mike sozusagen. Ne? Richtig. Also wie gesagt, das machen wir noch kurz das Weiß von oben. Ja.
dazu. Das finde ich ist immer so der letzte Touch. Ich schaue mir immer so einmal die Miniatur mal rein. Schauen wir letztendlich an, wie viele Schattierungen das oder wie viel Kontrast gibt es her. Und es gibt ganz, ganz wenig Miniaturen, wo ich eigentlich nicht am Schluss nur auch mit der Airbrush unten mit Schwarz ein bisschen eine blocken durch. Die letzten Schatten quasi so richtig aushole. Das mit dem Weiß, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Aber ansonsten ist das schon grundsätzlich ein guter Schmäh. Um das Ganze ein bisschen zu pimpen. Ne? Es ist halt immer sehr viel Vorsicht geboten zum Schluss, weil kann man alles verstanden. Mach mal ich. Ja. Überhaupt Abend, nicht weiß, was so ja, genau, ist. Ja, genau. Das ist ja das. Darum bin ich bei Weiß immer wirklich, wirklich vorsichtig. Also wenn man auch mit der Airbrush arbeitet, würde ich da echt blind links vorher empfehlen, 17 Mal vorher auf die Hand zum Sprühen und zum Testsprühen, ob die eh nicht spucken würde oder so, weil dann ihr dann letztendlich 2-3 Stunden Arbeit investiert habt in eine gewisse Miniatur. Und dann fängt die Weiß zum Spucken an und dann kannst du das vielleicht mit wegwischen mit Wasser oder wie auch immer. Dann ist es bitter. Das tut weh, das tut weh. Ja. Darum seid ein bisschen geübt mit der Airbrush, wenn ihr das macht. Ja, sonst, wie gesagt, könnt ihr in die Pinsel gehen. Ne? So. Warum wir 2-2 gemeint haben, ist auch relativ einfach. Es sind 4 so gegnerische Schiffe. Und wenn wir jetzt alle 4 gleich auch gemeint hätten. Was fahrt? So sind jetzt 2 von Mac, 2 von mir. Und es sind letztendlich 4 verschiedene. Hallo? Und der Wort. Für die Airbrush. Na, sag du, wie ist dir gegangen beim Kolorieren? Also, dadurch, dass wir schon lange nichts mehr gemacht haben, ist wieder ein bisschen schwarz reingekommen. Aber, ja, schlussendlich. Oben oder Wasser? Ja, oben. Oben und ein little bit. Das ist ja Wasser. Ja, ich muss sagen, mich erinnert ja das Spiel so sehr an Great Fleet. Ja, Great Fleet war ja so ein Standalone-Game von Games Workshop, das auch so im nautischen Sektor unterwegs war mit Schiff. Und das ist so ein I love it. Ja, also man sieht sich so Schifferl anmalen und so, das ist einfach schön. Kann man sagen, was man will. Es ist halt einfach, wie gesagt, was anderes. Ja? Es ist einfach einmal ein anderes Mini, genau. Also das sind ganz andere Abläufe. Genau. Kein Haut, sonstiges, sondern und man kann nicht falsch machen. Ja. Muss und, man fairerweise sagen. Und es ist auch so ein Ding, wo du eigentlich nie aufhören kannst. Ne? Das ist ja ständig, dass also jedes Panel einzeln annehmen oder wie auch immer. Ja, genau. Aber es ist schön, es ist. Sinnvoll ist es nicht, aber schön. Ja, aber so wie du sagst, so ein Falschmachen gibt es nicht wirklich was. Ja. Alles, was irgendwo nicht organisch ist, aus meiner Sicht, ist immer total einfach zu malen. Ja. Da gibt es kein richtig und kein Falschstück. Und alles wird immer irgendwann einmal schön ausschauen. Ja. Ja. Gut, machen wir so einen Quick Overview, oder? Ja. So. Das ist Nummer 1. Wir werden da noch ein bisschen hinein probieren. Warte. Wir werden dann eh am Schluss noch vielleicht ein paar Fotos dazu auch reinschmeißen. So, das Ganze schaut so aus. Ich meine, so groß schaut es scheiße aus. Ja, ist es so. Ist so, aber. So schaut jedes Mini scheiße aus, ja. Aber nein, es passt eigentlich. Also nur mal zur Wiederholung der Techniken. Grundierung schwarz, dann Zenithal von oben weiß, damit wir uns leichter mit die Form tun und überhaupt der Roman mit seinen Speedpaints. Dann haben wir das Schiff eigentlich dunkel grundiert, dann von oben gehighlightet mit der Airbrush mit einer helleren Braun bzw. mit so einem pastelligen Braun. Haben das zum ersten Mal geschadet, haben das trocknen lassen, dann haben wir uns den Segeln gewidmet, auch mit demselben Prinzip Airbrush Shade. Haben das dann eigentlich gelassen, weil es ja eh eigentlich modrig ausschauen soll. Und dann haben wir uns dem Wasser gewidmet, wieder dasselbe mit Blau.
dann wieder ein Shade und dann dieses Stippling mit dem Schaum in Weiß. Und jetzt nur mal ein bisschen gegensprühen für die Schattierungen mit Schwarz und Weiß. Ja. So schaut das Mini aus. Das zweite, was ein bisschen anders gehalten worden ist, in Rot. So, und jetzt die Speedpaints zum Vergleich. Kurz vielleicht nehmen wir mal. Ob ich das mal habe. Ich tue ein bisschen raus. Meine und deine? Ja, super. Eigentlich jetzt mit dem Weiß. Also das, ja. Das ist Speedpaint? Genau, das ist nur Speedpaint, bis auf jetzt diese ganzen Technical Colors, ja, und das Trockenbürsten, aber sonst rein nur Speedpaints. Ich habe auch kein Varnish oder so dazwischen reingegeben. Ich habe Farben nass in nass gearbeitet, beziehungsweise die Segel dann habe ich überblendet. Genau, war jetzt wie gesagt, da sind die Speedpaints, finde ich, wenn man weiß, wie sie reagieren, richtig dankbar. Ja. Ja, es ist ja so. Da merkt man zum Beispiel einen Unterschied. Ich finde, ich sehe die Rückseiten relativ schön, weil da ist nämlich der Block mit schwarzer Länge. Nein, da auf der Seite. Der war ja. Was das immer? Jo, vorher war jetzt nicht schlecht. Ein bisschen mehr Schatten ändern. Das ist schon schön, das ist schon so viel, muss man schon sein. Aber, ja. Wie gesagt, so per se ein schönes Malen. Ja, einfach mit mal dem Ergebnis was bin ich mehr als zufrieden. Ja, also am Brett macht es sich sicher gut. Na, auf jeden Fall. Und es bringt ja diesen ghosty, dunklen, düsteren Look. Muddy Look irgendwo. Ne? Voll. Jo, na dann kommen wir zum Abschluss. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt von Mike ein bisschen was mitnehmen können. Anleitung, Tutorials oder wie immer, dass man das nennen kann. Vielleicht kann jeder eben ein bisschen Technik nur mitnehmen von uns. Die Reise ins Everrain oder durch die Welt von Everrain wird noch weitergehen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, schon gut am Ende und zufrieden mit dem Ergebnis. Wir würden sich freuen, vielleicht habt ihr auch Everrain schon aufgemalt, gepaintet, vielleicht auch gezockt, um ein bisschen Senf von abzugeben. Über Kommentare, Likes, Abo und unsere Glocken. Freuen wir sie natürlich. Ja? Abonnier mich. Ja? Ansonsten hat uns gefreut, endlich wieder mal den Pinsel zu schwingen und nicht immer nur darüber zu labern, dass meiner super ist. Jo, ne? Und mir ist heiß. Ja. Ist Witz. Der ist 55 Jahre. Sie. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss. Blitzt schon wieder.